Alec Baldwin offiziell angeklagt, Ehefrau teilt emotionale Worte. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico erhebt offiziell Anklage gegen Alec Baldwin, 64, und Hannah Gutierrez Reed, nachdem die Kamerafrau Halyna Hutchins, 42, bei einem Vorfall am Set des Films Rust getötet wurde. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin Variety unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen. Dem Schauspieler und der Waffenmeisterin des Films wird jeweils fahrlässige Tötung vorgeworfen. Es gebe demnach hinreichenden Verdacht, dass sowohl Baldwin als auch Gutierrez Reed fahrlässig gehandelt haben könnten. US-Medienberichten zufolge droht beiden eine Strafe von 18 Monaten Gefängnis. Hinzu komme der Vorwurf einer fahrlässigen Tötung in Verbindung mit Schusswaffengebrauch, der mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden könne. Die Anwälte der beiden Angeklagten beteuern demnach die Unschuld ihrer Mandanten. Baldwins Anwalt habe etwa erklärt, dass diese Entscheidung Halyna Hutchins tragischen Tod verzerre und einen schrecklichen Justizirrtum darstelle. Gutierrez Reeds Anwälte hätten davon gesprochen, dass Bezirksstaatsanwältin Mary Carmack Altwies die Fakten komplett missverstanden habe. Wenige Stunden vor der offiziellen Anklage meldet sich Alecs Ehefrau Ilaria Baldwin, 39, auf Instagram mit einem emotionalen Beitrag zu Wort. Zu einem Familienfoto schreibt sie: "Ich hoffe, ihr versteht, wie viel uns eure Unterstützung und Freundlichkeit bedeuten. Danke, dass ihr unsere Gemeinschaft und unser Dorf seid. Ihr helft uns, in dieser unvorstellbaren Zeit, die von einer so herzzerreißenden Tragödie herrührt, stärkere Eltern und Partner zu sein. Bitte wisst, dass ich all eure offenen Worte höre und dass jeder einzelne von euch mich täglich daran erinnert, dass es Güte in der Welt gibt und wir nicht allein sind. Alec, wir lieben dich und wir sind für dich da." Anführungszeichen. Während der Dreharbeiten zu dem Western wurde Hutchins im Oktober 2021 von einer Kugel aus einer Schusswaffe getroffen und verstarb an ihren Verletzungen. Der Regisseur Joel Sosa, 49, wurde ebenfalls verletzt. Baldwin hatte sich auf eine Szene vorbereitet. Als er die Waffe in Richtung der Kamerafrau gehalten hatte und sich ein Schuss löste. Der 64-Jährige wies sämtliche Schuld an dem Vorfall von sich. Er hatte unter anderem beteuert, dass er den Abzug nicht betätigt, der Schuss sich aber gelöst habe. In der Waffe habe sich laut Untersuchungen scharfe Munition befunden. Bisher ist nicht geklärt, wie diese überhaupt an das Filmset gelangt ist. Verwendete Quellen: Variety.com, Instagram.com.